Hallo, herzlich willkommen in Eisenach. Mein Name ist Ina Konrad, ich bin Stadtführerin in Eisenach und habe das Vergnügen, Sie jetzt gleich mit ein wenig auf den Weg zu nehmen und Ihnen unsere Stadt etwas näher zu bringen. Wie bitte? Habe ich recht gehört? Sie wissen nicht, wo Sie die nächsten Tage verbringen sollen, Ihre nächsten freien Tage? Oder haben sich überlegt, wo Sie Urlaub machen wollen? Ha, da habe ich was für Sie. Kommen Sie nach Thüringen, nach Eisenach. Und Sie glauben gar nicht, dieses doch relativ kleine Bundesland Thüringen hat so eine Menge zu bieten. Eine Menge an Natur und eine Menge an Kultur. Sie werden wirklich überrascht sein. Und gerade, vielleicht haben Sie es auch schon gehört, wir werden ja auch bezeichnet als das grüne Herz Deutschlands. Und Sie haben hier so viele Möglichkeiten, sich aktiv in der Natur zu betätigen. Ob das der einfache Wanderweg ist, auf dem Rennsteig, und ich verrate Ihnen was, der beginnt bei uns. Gut, okay, der beginnt etwas weiter westlich in Hörschel. Oder ob Sie klettern mögen oder Kanu fahren wollen oder Mountainbike fahren oder Fahrradtouren am Fluss oder Kanu fahren, alles ist möglich. Und das Geniale an der Sache aber ist, dass Sie immer gleich nah an der Kultur sind, an der großen Geschichte. Ja, denken Sie doch nur an unsere Städte, die wir haben. Eisenach, Gotha, Erfurt, Weimar, Jena. Wie eine Perlenkette reihen sich die Städte auf. Und wenn Sie dort sind, atmen Sie förmlich Geschichte, Sie atmen Kultur. Und ich möchte Sie jetzt ein bisschen für Eisenach begeistern, ganz klar. Und auch was ganz Interessantes, wo finden Sie ein UNESCO-Welterbe-Kultur, unsere Wartburg, ganz nah an einem UNESCO-Welterbe-Natur, unserem Hainich, nur ein paar Kilometer nördlich gelegen. Das finden Sie bei uns. Ja, und Eisenach ist eben nicht nur die Wartburg, sondern wir haben selber hier in der Stadt unwahrscheinlich viel zu bieten. Und die meisten Gäste sagen nach einer Stadtführung immer, Mann, wir wussten gar nicht, dass hier so viel Geschichte passiert ist. Und das möchte ich Ihnen gerne näher bringen, damit Sie auf alle Fälle hierher kommen und eine Stadtführung buchen möchten. Aber nicht, dass Sie denken, ich erzähle Ihnen jetzt hier alles. Nein. Ich will nur ein paar Tipps geben. Ich will Sie ganz einfach neugierig machen, damit Sie nach Eisenach kommen. Und ich fange schon gleich mit einem ganz großen Höhepunkt an, nämlich wir befinden uns hier am Frauenplan. Ja, Frauenplan gibt es nicht nur in Weimar, wo das Goethehaus steht. Nein, auch in Eisenach. Und in Eisenach steht das Bachhaus. Und glauben Sie mir, die Eisenacher sind mächtig stolz, dass Johann Sebastian Bach bei uns geboren ist, am 21. März 1685. Und hat hier einen Teil seiner Schulzeit verbracht, ist hier zuerst getauft worden, ganz klar. Und sein Vater, Ambrosius Bach, war ein ganz exzellenter Musikus. Aber mehr erzähle ich Ihnen nicht. Sie sollen ja selber kommen. Sie sollen ja die Stadt selber kennenlernen. Aber wenn Sie nach Eisenach kommen, da möchte ich wirklich Ihnen den Besuch des Bachhauses empfehlen. Und der Höhepunkt eines jeden Museumsbesuches ist das Hören Bachscher Musik auf historischen Instrumenten. Jeder Museumsbesucher erhält ein kleines, aber feines Mini-Live-Konzert. Und das genießen alle. Und soll ich Ihnen noch was verraten? Aber mehr nicht, nur das noch. Sie stehen hier vor dem ersten Museum der Welt für Johann Sebastian Bach. Na, das ist es doch wert, zu besucht zu werden. Kommen Sie also nach Eisenach. Haben Sie noch Fragen? Dann müssen Sie kommen. Und jetzt gehen wir an unserem Bach vorbei. Ende des 19. Jahrhunderts, Professor Adolf von Donndorf, und bewegen uns so langsam in die Innenstadt zu Herrn Luther. Liebe Gäste, und schauen Sie doch mal hier in diese Gegend. Da sehen Sie wirklich einen ganz, ganz kleinen Teil von unserem wunderschönen Villenviertel. Eisenach hat eines der größten zusammenhängenden Villenviertel Deutschlands. Warum? Weshalb wir das haben? Erfahren Sie in einer Stadtführung. Aber auch besonders hervorzuheben ist, dass wir tatsächlich ein Gebäude haben im Villenviertel, nämlich unser Reuter-Wagner-Haus. Ein Museum, wo Sie Wohnraumverhältnisse zu Zeiten des 19. Jahrhunderts bestaunen können.
Denn Sie sind dann in der Wohnung von Fritz Reuter, im 19. Jahrhundert der bestbezahlteste Schriftsteller Deutschlands. Besuchen Sie das Haus. Oh, Sie kommen mich besuchen. Und so viele Herrschaften. Oh, das freut mich sehr. Kommen Sie, darf ich Sie einladen? Kommen Sie rein in meinen Salon. Folgen Sie mir. Kommen Sie bitte. Nehmen Sie Platz. Kommen Sie. Nehmen Sie Platz. Ach, das freut mich unwahrscheinlich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ja, oh, Verzeihung, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Gestatten, Luise Reuter. Oh, Sie können mit meiner Person nichts anfangen? Oh, das verstehe ich. Aber mein Gemahl, mein verstorbenen Gemahl, den Fritz Reuter, den werden Sie ja wohl kennen. Schließlich ist er der bestbezahlteste Schriftsteller unserer Tage. Obwohl er wirklich nur fast alles im Plattdeutsch geschrieben hat. Wir kommen ja aus dem Norddeutschen, aus dem Mecklenburgischen und haben hier unseren Lebensabend verbracht. Aber das ist schon lange her. Und damals, aber das, liebe Gäste, erzähle ich Ihnen nicht jetzt. Denn ich möchte Sie neugierig machen, damit Sie wirklich kommen und meine Villa besuchen. Und dann, wenn Sie da sind, dann erzähle ich Ihnen, warum, weshalb, wieso wir Eisenach gewählt haben, um hier unseren Lebensabend zu verbringen. Und ich bin eine Frau, natürlich erzähle ich Ihnen auch das ein oder andere Private, denn ich hatte es nicht immer leicht mit dem Reuter. Aber gewiss, wir hatten eine gute Zeit. Mit Tiefen. Mit Höhen und mit Tiefen. Wer hat das nicht? Sind Sie doch ehrlich, das kennen Sie doch auch. Aber ich bin ganz dankbar, dass wir eine ganz lange gemeinsame Zeit hatten. Jetzt habe ich schon wieder geplaudert, denn ich will ja gar nicht so viel plaudern. Sie sollen ja kommen. Sie sollen ja hier sich umschauen und selbst alles erfahren. Und wissen Sie was? Ich nehme Sie jetzt erst einmal mit. Einen kleinen Rundgang durch unsere Belle Etage. Folgen Sie mir. Sie haben ja hier schon mal den Salon gesehen. Wunderschön, nicht wahr? Aber jetzt kommen wir in den Arbeitsraum meines Gemahles. Kommen Sie. Schauen Sie sich um. Hat es nicht schön gehabt? Ja. Da hat er gearbeitet und auch noch gute Werke, berühmte Werke sind in Eisenach entstanden. Aber ich will nicht so viel erzählen, denn Sie sollen ja kommen. Und wissen Sie was? Jetzt gehen wir in meinen kleinen Raum, in mein Sanktuarium. Hier liebte ich es, frühmorgens zu sitzen, wenn der Tag beginnt und die Sonne hier reinschaut. Hier konnte ich besonders gut Näharbeiten erledigen. Ja, kommen Sie nur, kommen Sie. Ach, hier sehen Sie mich in jungen Jahren. Schauen Sie. Und jetzt gehen wir in das Schlafgemach. Aber verständlicherweise möchte ich mich hier nicht lange aufhalten. Es kommen so traurige Erinnerungen auf. Kommen Sie weiter, bitte. Und hier oben aber sehen Sie ein Bild von meinem geliebten Reuter. So gutmütig, wie er reinschaut. In den nächsten Raum. Da haben wir unwahrscheinlich viele Erinnerungen an den Reuter, an seine Zeit, an Verbindung. Aber das können Sie sich anschauen, wenn Sie kommen. Da haben Sie nämlich viel mehr Zeit und Muße, sich hiermit zu beschäftigen. Darf ich Sie noch mal bitten, in meinen Raum zu gehen? Da gehen wir noch mal durch den Salon und dann schauen Sie mal in meinen Raum. Kommen Sie bitte mit. Ist es nicht schön? Schauen Sie. Und der Flügel, das ist mein Flügel. Ich kann nämlich wunderbar Klavier spielen. Ich bin sehr musikalisch und ja, wenn wir hier Gesellschaft hatten, habe ich mich natürlich an den Flügel gesetzt und habe die Gäste mit meinem Können erfreut. Wir haben jetzt gerade Zug gezogen, aber normalerweise haben Sie eine wunderbare Aussicht zur Wartburg. Kommen Sie mit. Und der letzte Raum ist der Speiseraum. Aber was der Reuter gerne aß und womit es hier auf sich hat, mit diesem Gefäß, das erzähle ich Ihnen, wenn Sie die Villa besuchen und wenn Sie mich besuchen. Und ich freue mich schon darauf.
Ja, liebe Gäste, das soweit zu dem kleinen Rundgang jetzt als Luise Reuter. Und ich möchte Ihnen sagen, die Luise überlebt ihren Gatten tatsächlich um 20 Jahre und stirbt im Jahre 1894. Und tatsächlich wird dieses Haus dann genutzt als Museum für Fritz Reuter. Und dann hat die Stadt die Möglichkeit, eine Sammlung aufzukaufen von einem Herrn Oesterlein aus Österreich. Und der hatte alles gesammelt über von Richard Wagner. Denn Richard Wagner und sein Tannhäuser und unsere Wartburg, das ist freilich eine Einheit. Ja, und so können Sie nachher gleich nochmal schauen in den Raum, wo wir bestimmte interessante Gegenstände von Richard Wagner zeigen. Und die Luisen, Sie haben jetzt richtig gehört, wir sind mehrere Luisen, würden sich freuen, wenn Sie die Stadt Eisenach erobern wollen, unser Villenviertel, und dann enden wir in der Villa von Luise. Und wissen Sie was? Ich nehme Sie jetzt mit. Ich bringe Sie jetzt in den Raum, wo Sie mehr erfahren über Richard Wagner. Seien Sie vorsichtig bei der Treppe. Kommen Sie bitte mit. Und da können Sie sich ein wenig umschauen, aber wirklich nur ein wenig, denn Sie sollen ja wiederkommen. Wir möchten ganz einfach nur Ihre Neugierde wecken. Bitte schön, da steht der Meister. Und jetzt, liebe Gäste, schauen Sie mal dort oben hin, am Horizont. Da sehen Sie das Burschenschaftsdenkmal. 1817 im Oktober, das Wartburgfest der Deutschen Burschenschaft. Ganz wichtige Veranstaltung. Aber auch da bekommen Sie die Hintergründe erst gesagt, wenn Sie nach Eisenach kommen und eine Stadtführung buchen. Seien Sie gespannt. So, liebe Gäste, hier schauen Sie auf Eisenach. Hier ist unser Stadtmodell. Es zeigt im Prinzip die Einfassung damals mit der Stadtbefestigung, mit der Stadtmauer. Wir hatten um 1200 wurde begonnen mit der Stadtmauer und damals etwa umgerechnet 3 Kilometer. Heute haben wir ungefähr 700 Meter noch, die aber nicht mehr gesamt erhalten ist. Wir waren vorhin hier, schauen Sie. Sie sehen eindeutig, das ist der Herr Bach, das ist das Bachhaus. Und wir werden uns jetzt ein bisschen hier im Zentrum bewegen. Aber was ich Ihnen auf alle Fälle noch sagen möchte, hier ist unser Theater. Und hinter dem Theater, nur wirklich ein paar Querstraßen dahinter, würden Sie sich auf dem Gebiet der ehemaligen Automobilproduktion befinden. Hier wurde Ende des 19. Jahrhunderts die Fahrzeugfabrik Eisenach AG gegründet. Und der Bogen der Produktion spannte sich über den Wartburg-Motorenwagen, dann der Dixie und dann der BMW, später der EMW, zu DDR-Zeiten dann der Wartburg und dann kam Opel. Und auf diesem Gebiet ist ein ganz hervorragendes Museum, Automobile Welt. Das kann ich Ihnen auch nur empfehlen zu besichtigen. Also bringen Sie Zeit mit. So, dann gehen wir weiter.
Jetzt sind wir auf einem Platz, der ist schon etwas bedeutend, weil hier stand mal unser Stadtschloss. Ja, das ist aber abgerissen worden aus Erbstreitigkeiten. Und wir haben auf der anderen Seite des Marktplatzes unser jetziges Schloss. Denn um 1200 war die Wartburg eines der bedeutendsten Burgen überhaupt. Und dann gab es aber ein Problem im Winter, da hochkommen. Und man hatte sich überlegt, hier im Zentrum einen Steinhof zu bauen. Steinhof, das einzige Gebäude aus Stein. Und aus diesem Steinhof hat sich dann letztendlich durch Umbauten, durch Veränderungen, durch die verschiedenen Regenten eine ganze Schlossanlage sich entwickelt. Hier stand unser Stadtschloss. Und jetzt ist ein Datum für uns wichtig. Kommen Sie mit, ich erzähle Sie. 1741, da starb der letzte Eisenacher Herzog Kinderlos und wir fielen zu Weimar. Und das Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach ist entstanden. Mit Goethe dann und mit all diesen Persönlichkeiten. Aber bei einer Stadtführung erzählen wir Ihnen mehr darüber. Kommen Sie mit, wir gehen jetzt zur Kirche. Gäste, das ist unsere Georgenkirche, St. Georg, die Hauptkirche. Und die ist wirklich bedeutend, denn mit dieser Kirche verbinden sich Namen wie die heilige Elisabeth, Martin Luther als Schüler und als Reformator, Johann Sebastian Bach, Bach Helbel, Telemann und noch viele andere mehr. Seien Sie gespannt. Und wenn Sie, wie gesagt, uns besuchen und eine Stadtführung buchen, erfahren Sie all diese Sachen, die sich hier zugetragen haben. Aber jetzt werfen Sie erst mal einen Blick in die Georgenkirche hinein. Kommen Sie. Ganz wichtig, liebe Gäste, der Taufstein. Das ist der originale Taufstein von Johann Sebastian Bach. Der ist ja 2 Tage nach seiner Geburt getauft worden. Hier, liebe Gäste, kommen Sie mal hier. Hier haben Sie die Organisten der Georgenkirche. Und hier, 4 Generationen Bach, das sind 132 Jahre, ohne Unterbrechung, haben Bacher auf der Orgelbank gesessen. Nicht schlecht, oder? Liebe Gäste, und was sehen Sie hier? Was ist hier gezeigt? Strengen Sie sich nicht an, ich verrate es Ihnen nicht. Sie müssen es schon selber herausprobieren und eben nach Eisenach kommen. Und schauen Sie mal hier. Das ist sicherlich bekannt. Das ist die Lutherrose. Hier an der Georgenkirche. Gehen wir weiter zum Kloster. Kommen Sie mit.
Bach ist hier schon präsent. Und wenn Sie mögen, können Sie an drei Stellen Bachsche Musik hören. Ist das nicht schön hier? Das ist das Luther-Gymnasium und das ist unser Museum für mittelalterliche Schnitzplastiken. Aber dieser Platz hat was. Kommen Sie näher. Sie können gern Platz nehmen, wenn Sie wollen. Das mögen die Touristen gerne, dass sie zwischen den Schauen, so während der Stadtführung, sich wirklich mal hinsetzen können. Wie gesagt, ich will hier gar nicht viel verraten, aber dieses Ensemble, diese ehemalige Predigerkirche, Predigerkloster, erinnert uns an Elisabeth, an Luther und an Bach. Ja, über die Elisabeth werden Sie viel in der Wartburg hören, aber bedenken Sie wirklich und lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen, sie kam als vierjähriges ungarisches Königskind an den Eisenacher Hof. Mit dem Mädchen ist Heiratspolitik betrieben worden. Mit 14 ist sie in der Georgenkirche, die Sie eben gesehen haben, vermählt worden. Und hat hier ihren Sohn bekommen und hat hier in Eisenach den ersten Kontakt zu den Lehren des damals noch nicht heilig gesprochenen Franz von Assisi gehabt. Und diesen Lehren hat sie ja sich völlig hingegeben. Aber das erfahren Sie alles während einer Stadtführung. Und Martin Luther war hier zwar nicht direkt im Gebäude, aber die Institution der Lateinschule, die er hier in Eisenach besucht hat, ist hier hergezogen, umgezogen. Und somit hat er hier auch mit diesem Gebäude zu tun. Und Johann Sebastian Bach, der ist wirklich hier in diesen Räumen zur Schule gegangen. Liebe Gäste, und das ist unser Lutherhaus. Und Sie werden mir sicherlich recht geben, wenn ich hier behaupte, dass es eines der schönsten halten gebliebenen Fachwerkhäuser von Eisenach ist. Und auch tatsächlich eines der ältesten Gebäude. Seit 1956 Museum für Martin Luther und seine Zeit. Und während der Reformationsdekade ist dieses Museum umgestaltet worden, neu gemacht worden. Und es ist auch schon mehrfach ausgezeichnet worden. Also, besuchen Sie. Denn wir sind ganz glücklich, dass Martin Luther hier einen Teil seiner Schulzeit verbracht hat. Er ist fast 15-jährig hierher gekommen und hat hier 3 Jahre bei Frau Ursula Cotta, das war die Besitzerin dieses Hauses, gewohnt, um die Lateinschule zu besuchen. Die hatte nämlich hier einen sehr, sehr guten Ruf. Und so verbrachte er 3 Jahre bevor er dann nach Erfurt zum Studium ging. Ja, schauen Sie mal. Das Lutherhaus hat übrigens immer Sonderausstellungen und im Moment ist eine Sonderausstellung, die wird sicherlich noch etwas länger im Haus bleiben, und zwar die Erforschung und Beseitigung jüdischen Einflusses auf das kirchliche Leben, kurz das Entjudungsinstitut. Eine sehr, sehr interessante Ausstellung. Ich empfehle Ihnen, da mal hineinzuschauen. Ja,
liebe Gäste, das ist unser Eisenacher Marktplatz. Drei Gebäude wichtig. Die Kirche, darüber haben wir schon etwas gehört. Und hinter mir sehen Sie das Stadtschloss. Sie erinnern sich, auf der anderen Seite ist es aus Erbstreitigkeiten abgerissen worden und hier Mitte des 18. Jahrhunderts neu gebaut. Und hier unser Rathaus. Das Besondere an dem Renaissancebau ist ganz einfach, dass oben vom Turm der Vater von Johann Sebastian Bach, der Johann Ambrosius Bach, die Zeit geblasen hat. Und da werden Sie auch weiter informiert über die Bachsche Familie, wenn Sie eine Stadtführung buchen. Liebe Gäste, ich habe noch eine ganz wichtige Person vergessen. Natürlich Johann Wolfgang von Goethe. Der war bei uns natürlich sehr oft im Schloss tätig, denn er war ja in dem Herzogtum Sachsen, Weimar und Eisenach politisch involviert. Er war Geheimrat und hatte hier natürlich auch in Eisenach sehr oft zu tun. Und er liebte es aber nicht so sehr, sich im Schloss aufzuhalten. Wenn er die Möglichkeit hatte, ist er lieber auf die Wartburg gegangen und lebte da oben oder wohnte da oben. Und wissen Sie, wir haben einen ganz wichtigen Satz, der von Goethe stammt. Und er sagte, die Gegend ist überherrlich. Na, auf diesen Satz sind wir natürlich sehr stolz. Er stammt schließlich von Goethe. Wir gehen jetzt durch unsere Hauptgeschäftsstraße, der früheren Judengasse, heute Karlstraße. Und zwar zum 50-jährigen Regierungsjubiläum von unserem Goethe-Herzog Karl August ist diese Straße in Karlstraße umgenannt worden. Und heute finden Sie Geschäfte vor. Gäste, können Sie sich an das Stadtmodell noch erinnern? Da hatte ich Ihnen das Theater gezeigt. Das Theater befindet sich hier, dieser rosa gefärbte Baugebäude. Das ist unser Theater. Aber wirklich unmittelbar dahinter befindet sich bereits das Gebiet der Automobilproduktion, das Sie, wie gesagt, unbedingt besuchen sollten, weil dieses Museum ist schon exzellent. Da werden Sie Freude haben und nicht nur so fahrzeuginteressierte Leute. Nein, allgemein ist es wirklich eine interessante Ausstellung. Auf dem ältesten Platz von Eisenach, dem früheren Sonnabendsmarkt. Und besonders schön zu sehen ist hier unser Luther. Professor Adolf von Dondorf hat ihn geschaffen, übrigens derselbe Herr, der am Anfang unseren Bach vor dem Bachhaus geschaffen hat. Wie gesagt, Ende des 19. Jahrhunderts. Und diese Arbeit ist sehr interessant. Kommen Sie mal mit, ich möchte Ihnen was zeigen. Hier hat er nämlich Reliefs eingearbeitet, die zeigen seinen Aufenthalt, als er Schüler war hier oder als er eben auf der Wartburgweide. Hier dieses Relief soll zeigen, Martin Luther wird aufgenommen von Frau Ursula Cotta. Sie erinnern sich? Unser heutiges Lutherhaus. Und jetzt gehen wir vorbei. Und es sind 20 Jahre vergangen. Und das brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht zu erklären. Martin Luther auf der Wartburg bei der Übersetzung des Neuen Testamentes aus dem griechischen Urtext ins Deutsche. Und weiter? Sehen Sie ihn als Junker Jörg. Sehr schön dargestellt. Sie sehen das Buch in der Hand, den wahren Aufenthalt symbolisierend und die Waffen abseits gelegt. Und Junker Jörg hat nun endlich einen Bart und lange Haare. Und zum Schluss etwas sehr Wichtiges. Vielleicht wissen Sie, liebe Gäste, dass Martin Luther auch ein ganz großer Musikus war. Das bekannte Lied, Ein feste Burg ist unser Gott, hat er nicht nur geschrieben, er hat es auch komponiert. Und zu Weihnachten singen Sie vielleicht Vom Himmel hoch, da komme ich her. Auch das hat Martin Luther geschrieben und komponiert. Und er hat eine Unmenge Lieder geschrieben und komponiert, die später, fast alle, von einem Bach oder von anderen großen Komponisten in die eigenen Werke involviert worden sind oder sich irgendwie damit beschäftigt haben. Und hier ein feste Burg ist unser Gott. Und jetzt schauen Sie nochmal zu unserem leider einzig erhaltenen Stadttor. Wir gehen mal hier runter. Eisenach hatte früher 5 Stadttore, 4 in jede Himmelsrichtung, 1 zur Wartburg, aber das war die Öffnung nach Osten und das haben wir heute noch.
das Nikolaitor. Und ganz bedeutend, hier fuhr die Via Regia durch, die Königstraße, vom fernen Kiew kommt, durch unser Eisenacher bis nach Paris führend. Die Ludowinger, die sich oben auf dem Berg ihre Wachburg bauten, wussten schon sehr wohl, wo sie das zu tun hatten, an Handelsstraßen. Und daneben, die Nikolaikirche, ist jetzt etwas verdeckt von vielen Grün, ist tatsächlich noch älter als unsere Georgenkirche, aber da ist eben kein Bach getauft worden, da ist nicht die Elisabeth vermählt worden und deshalb ist die Georgenkirche natürlich die Hauptkirche. So, liebe Gäste, jetzt sind wir wieder am Frauenplan angekommen. Ich stehe jetzt hier vor dem alten Bachhaus und ich hoffe, dass ich Sie richtig neugierig machen konnte, dass Sie den Wunsch haben, nach Eisenach zu kommen. Wenn mir das gelungen ist, dann bin ich ganz glücklich. Besuchen Sie uns, nehmen Sie an den Stadtführungen teil, lassen Sie sich die Stadt erklären mit all Ihren Facetten. Das würde mich sehr freuen. Wir warten auf Sie. Wir sind ganz froh, wenn die Gäste wieder nach Eisenach kommen. Recht schönen Dank und auf Wiedersehen.